Hallo und willkommen zu unserem neuen Video. Heute bin ich mal gleichzeitig am Frühstücken wie die anderen. Ist zwar für euch egal, aber für mich schon wichtig. Eine große Errungenschaft. Ja, die Petra kriegt mal eine Stunde später, gell? Gar nicht wahr, ich bin immer hier. Ich werde nur so spät geweckt. Was ich halt schade finde, die Petra ist ja früher ganz, ganz viel Rad gefahren und fährt jetzt nur noch mit E-Bike nach, weil es einfach nicht mehr da tut. Einer von den wenigen Touren, was eigentlich mit dem Bio fährt. Schade eigentlich, Alina. Echt schade. Du bist doch früher mal dieses Rennen gefahren. Drasselalp, wird das krass? Trünzelalp, oder? Transalp. Transalp, wow. Das ist gar nicht wahr. Ich fahre viel lieber Bio als E-Bike. Erzähl lieber die Geschichte von dem besten Möbelstück, das du dir je gekauft hast. Also, du hast die Kiste jetzt? Nein, ja. Ja? Siehst du meine Werkzeugkiste, wo ich überschraubt, da ist alles drin. Also von der Speicher über das Laufrad, was die zusammenbauen kann mit einer Satz, wie heißt die, Satznarben, Freilaufkörper. Und wir waren eigentlich, seit wir campen, sitzen wir nur auf der Kiste. Das ist echt das Beste, was ich gekauft habe. Wir haben Campingstühle, echt coole. Einmal, gell? Ja, es bleibt keine Zeit, genau. Er lässt uns nämlich keine Zeit. Ich kann auch keinen Kaffee kochen. Aber es bleibt keine Zeit. Wie ist das noch schon, das Frühstück gegangen? Dafür haben wir halt 6 Stunden geschlafen am Stück. Wann haben wir das gehabt? Am Stück, ne? 6 Stunden am Stück. Also wirklich am Stück. Mit 2 Unterbrechungen halt kurz. Jetzt sind wir auf dem Weg zum Brenner Grenzkamm. Aufs Portjoch. Geil, Feder haben wir. Geiles Wetter haben wir, sagt der Martin, weil der schon wieder so weit vorne. Haxen leicht wie eine Feder. Ja. Hey. Aha. Wille stark wie ein Stahlträger. Ich glaube, er redet nur für sich. Wie? Und hier mit durch die Tunnel durch. Ist einfach mega geil. Zweiter Weltkrieg. Aber nicht zum Kampfeinsatz, nur vorsorglich von italienischer Seite gebaut. Hey, hast du das gesehen im Video? Da war eine Goldmarke drin. Martin hat gehört, dass hier Gold versteckt worden ist. Das hat man gesagt. Zwar zum Öffnen und so gut versteckt, dass wir irgendwo. Wir machen uns mal auf die Suche. Wenigstens ist es hier noch nicht so ganz dunkel. Ja. Ja. Wir haben's. Oh. Gold für einen Radlfahrer. Oder was hab's jetzt geglaubt? Auf der anderen Seite vom Bildschirm. Wisst ihr, für was die Öffnungen waren? Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Das sieht so geil aus mit den ganzen Tunneln. Und hier sind wirklich ordentlich viele davon. Da dreht man hoch. Und jetzt schwenke ich mal rauf. Seht ihr, wie die Straße rauf geht? Sieht wahnsinnig geil aus, oder? Und die Steigung ist einfach angenehm, weil die ja für die fetten Kriegsfahrzeuge ausgelegt gewesen wäre. Jetzt sind wir raus aus dem Schatten. Die Steigung ist zwar immer noch angenehm, aber der Schweiß rinnt trotzdem. Gefühlt in Litern. Die Nacht war kalt und der Tag ist dafür gerade umso heißer. Bisschen wie in der Sahara. In meiner früheren Jugend waren die Nächte heiß und der Tag viel lang. Ja. Dann haben wir Tag 4 getrunken und schnappt. Ja. Das ist ja auch alles dran. Wenn ich so viel Glück habe beim Wassertapfen auf dem Weg, aber dafür jetzt umso besser. In seinen Schlumpf. Und dafür gibt es jetzt eine Apfelschorle. Oder ein Zillersäuer, was macht's dann? Und hier oben sind dann eben die ganzen großen Anlagen, die aber ja eben zum Glück zwar besetzt waren, aber in keinem kriegerischen Gefecht. Und für uns geht es dann aber da weiter Richtung Gipfelchen und dann eben zum Portjoch. Ah, da fotografiert schon einer. Hier rein ist nicht ganz so schlimm wie in die normalen Bunker. Das ist hier genau alles offen und viel Lichter. Ist ja nur Kaserne gewesen, da waren ja die Betten drinnen. Die wunderschönen, die wissen. Ja, da waren die Betten drin, stimmt. Das ist auch so ein Betten drinnen, ja. Da hat das Einkommen. Von nun an geht's zu Fuß weiter, wie bei den Brieftauben.
Aber schön ist es trotzdem. So, oben sind wir. Erster Streich. Wie heißt er, Chef? Na, wie? Sattelberg. Haben wir den nicht damals anders genannt? Irgendwas mit L? Lorenzenberg? Ah, Lorenzenberg, stimmt ja. Sorry. Hier oben ohne Wind gibt es für uns irgendwie leider nicht. Bisher hatten wir entweder viel oder wenig, aber nie keinen Wind. Panorama aber dafür umso geiler. Und wir haben Glück, weil im Süden hängt es drin und hier geht es bis jetzt noch gut. Geht es wieder ein Stück rauf auf den nächsten Gipfel. Der Martin ist schon vorab gezogen, wie so eine Rakete. Keine Ahnung. Bei dem ruft die Gipfel hier außen, glaube ich. Ich habe mich geirrt. Nicht die Gipfel hier außen, sondern der Bunker hat gerufen. Ihr seht, das ist schon wieder der Eingang für eine vollwertige Stellung. Krass mit dem Rohr, oder? Es ist, nein, das ist. Nein, voll schön aus dem Rohr. Krass. Voll krass baut da unten. Wir sind über 2000 Meter oben. Jetzt sind wir auf dem nächsten Gipfel oben. Der hat kein Kreuz. Aussicht ist so ähnlich. Das ist der Obernberger See. Von da hinten her, Alter. Ja, nein, warte. Von da hinten her sind wir eigentlich gekommen. Das ist jetzt der Hohe Lorenzenberg, da haben wir gerade oben. Der Hohe Lorenzenberg ist oben. Und dem, was da hinten seht, sieht man das noch im Video, was so weiß ist. Ja, das genau. Ist allerdings hier. Ja, das müsst ihr euch auch unbedingt auf dem Gipfel auf, also eine riesige Anlage oben. Der ganze Gipfel befestigt, da kann man durch den Gipfel durchgehen. Und von ganz vorn vom Sattelberg fängt eigentlich das an. Also man könnte den ganzen Sattelberg auch überschreiten. Und es ist wirklich ein Eldorado. Also man kann jeden Gipfel einzeln machen oder halt überschreiten, das ist ein Wahnsinn. Und du also, wolltest noch sagen, wie der hier heißt? Geierskrank. Geierskrank. Er hat es nämlich hinten reingerufen, aber ich weiß nicht, wie gut man es verstehen kann. Und unser Plan ist jetzt dann da unten den verlassenen Pionierweg, was da auflassen ist. Das ist auch schon ein cooler Sinneltrail. Bis zum Party oben abfahren oder halt noch aufsteigen, wenn das Wetter passt. Das überlegen wir jetzt. Bei uns ist jetzt wieder Jausenzeit. Käse. Also ich glaube, die Frage, ob es mir welche da sind, hat sich hier der Jausen erübrigt. Siehst du das im Video? Oh Gott. Kaminwurst, der ist mega. Sehr gut, vom Rotnagel. Zum Thema Fleisch. Mhm. Wir essen das Fleisch aber nur, also wir kaufen das nur beim Metzger. Also nicht irgendwo so. Oder Bauarbeit. Oder Bauarbeit. Mhm.
hier ist auch wieder so ein Bunkereingang, fast oben am Gipfel, wo wir jetzt gerade eben los sind. Und da hinter der Wiki sieht man die alte Straße, wie sie hochgegangen ist. Dreimal dürft ihr raten, wo wir jetzt wieder rein sind. Ich habe es ja gerade von außen gesehen. Diesmal nur ohne gutes Licht. Nichts übertreiben. Oh, oh, oh. Was wurde so mal? Gams oder Nacken? Na, kostet Spaß auch, gell? Okay. Ich habe ja schon alles vorgefunden. Ein Hund kurz, na Hund, Schmuel. Na, aber es muss ja jemand, also Fuchs oder irgendwas, muss ja das Tier hier reingetragen haben, oder? Nein, ich glaube, das ist eine Kugel und auf Ende, weil es nicht mehr rausgekommen ist, durch hinten, weil es offen ist. Wo ist das? Mein Licht. Achso. Ach, das war das, wo du oben warst. Ja. Ah. Oh nein. Weil er lief, das wird gut. Filmst du gleichzeitig mal? Ja, doch schon. Cool. Sieht man da was? Dich? Super. So, der Martin fotografiert jetzt gerade da raus. Das sieht echt sau gut aus. Voll. Da sind wir eben vorher gerade reingekommen. Da seht ihr jetzt schon unseren Trail. So geht's für uns jetzt gleich runter. Going through my head like a jet plane, going with the lights on, turns out it started with.
bei uns heißt jetzt noch ein bisschen raufstrampeln. Zurück zum Brenner, zum Auto. Oh nein! Wir sind gut zurück auf dem neuen Parkplatz. YouTube-Stars. Ja, irgendjemand kennt uns scheinbar. Komm. Jetzt wirst du hertrauen. Mittrauen. Jetzt geht's ja, aus, ja. Ja, ich kenne euren Kanal seit 6-8 Wochen. Hopp, bin begeistert. Cool. Hab jetzt zufällig euer Auto gesehen. Ah cool, ja, kleine Welt, ja. Am Kreuzhof war hier oben. So, schnell ist jetzt gegangen. Sitzen wir schon da, direkt am Brenner oben. Passt ja gut. Mit Kaffee und Apfelstrudel. Das Tolle ist am Brenner, man muss ja gar nicht Radl fahren können, wenn man einen tollen Tag kommt. Man kann einfach Strudel essen. Stimmt. Und Bunker könnte man sogar auch schon unten sehen. Ah, jetzt schlürft man ja nicht mehr mit der Kugel. Ja, erst den Bunker, dann den Strudel. Ja. Boah. Sehr geil. Und es donnert schon ein bisschen. Mhm. Aber noch gewittert es nicht. Aha, da macht einer es. Ja, nimm du auch ein Handy in die Hand.